Hossa, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich hoffe, ihr seht mich gut, noch ist es nicht zur Gänze dunkel. Ich habe gelernt, ich habe erstens, wenn ich vorhabe im Dunkeln zu filmen, natürlich eine Lichtquelle dabei. Und ich habe zweitens dahingehend noch dazu gelernt, dass ich das lichtstarke Objektiv drauf habe. Mit der kleinen Einschränkung, dass ich damit keinen Zoom habe. Heißt, ihr müsst mit dieser Bildeinstellung leben. Die wird sich nämlich nicht verändern, es sei denn, mir brennt die Fackel allzu sehr ins Gesicht, was gerade der Fall ist. So, ich glaube, so geht's auch. Da sieht man mich trotzdem, also zumindest jetzt noch vor allen Dingen. Jetzt ist ja noch einigermaßen hell. Ja Mist, ganz schön Wind, ne? Egal, ich lasse mir dann irgendwas einfallen. Das war die Anmoderation. Worum soll es gehen? Es soll gehen um die Frage, was ist denn eigentlich mit der Thermoregulation und Thermogenese im Tierreich auf sich hat. Heißt, die Fähigkeit von Tieren, Körperwärme zu produzieren und wie die bei unterschiedlichen Spezies nützlich ist. Und dann auch der Anwendungsteil für uns als entsprechend Outdoor-Mensch, wie wir eben die uns gegebene Fähigkeit zur Thermogenese am besten draußen nutzen können und wo man dann vorsichtig ist, Anzeichen für Unterkühlung, Erfrierungen, so ein Kram dann später im praktischen Teil eben, damit das Ganze nicht nur ein reiner, ja, akademischer Vortrag, halbakademisch natürlich nur Vortrag ist und es nicht nur um die Theorie geht, aber ja, das wäre jetzt so grob der Fahrplan für das, was jetzt kommt. Ich schraube jetzt noch schnell das Mikrofon auf die Kamera, das ist nämlich noch nicht drauf, falls ihr den Unterschied hört. Falls nicht, dann hört ihr ihn gleich, weil dieses Ding, das fehlt noch und dann legen wir aber wirklich los. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. So, also nochmal. Es soll jetzt gehen um Thermogenese. Was ist jetzt bitte schön Thermogenese? Das ist eben die Eigenschaft, die alle Lebewesen miteinander gemein haben, dass sie durch die Tatsache, dass sie atmen und jeder atmet, Wärme erzeugen. Denn die Atmung hat etwa einen Wirkungsgrad von idealerweise 20%. Das heißt, die Energie, die bei der Atmung verwendet wird, aus in unserem Fall Zucker, ne? Nicht nur in unserem Fall, im Fall von jedem, jeder, der atmet, veratmet Zucker, es sei denn, man ist ein Bakterium, dann hat man noch ein paar andere Möglichkeiten, aber wenn wir uns jetzt die höheren Lebewesen, also Tiere, Pflanzen, Pilze angucken, dann haben wir nur die Möglichkeiten, letztendlich Zucker zu veratmen und mit Atmung meine ich jetzt nicht, das ist nur Sauerstoff aufnehmen, der dann in den einzelnen Zellen zur Zellatmung verwendet wird. Diese Form von Atmung meine ich und die haben eben alle Lebewesen miteinander gemeinsam. Das machen alle, das machen sogar Pflanzen. Und das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg in das Thema, denn auch Pflanzen brauchen ein gewisses Maß an Energie. Und wenn man Energie haben möchte, dann muss man atmen. Atmen ist also quasi die letzte Stufe, wenn man das so sehen möchte, der Verdauung, der Energiebereitstellung. Und Atmen ist ja eigentlich ein Teil, ne? Also ein Teil der Ernährung, wenn man das so möchte. Weil die Energie, die wir in Form von Nahrung aufnehmen, können wir nur dann nutzbar machen, wenn wir sie oxidieren. Und vielleicht habt ihr zumindest bei so viel bei Chemie aufgepasst, dass eine Oxidation erstens immer exotherm ist, sprich dabei wird Energie frei. Und zweitens ist sie immer an Sauerstoff gebunden. Ne? Das heißt, unser Sauerstoff einatmen ist eigentlich nicht die Atmung. Die Atmung ist tatsächlich die Oxidationskette, bei der Kohlenstoffverbindungen, Kohlenwasserstoffe eben nach und nach abgebaut werden. Jedes Mal, wenn da ein Stückchen mehr abgebaut wird, wird eben Energie frei, die wir zum Teil nutzen können, um damit zu leben. Na, schlicht und ergreifend brauchen wir die, um unseren Körper am Laufen zu halten. Und zweitens können wir die Abwärme, die dabei entsteht, ebenfalls nutzen, insbesondere wir als Säugetier, um uns warm zu halten. So. Und jetzt ist es so, dass man, wenn das nicht funktioniert, natürlich ein Problem hat, weil dann friert man. Und ich möchte jetzt zum Eingang zu diesem Video, auch wenn das jetzt in keinster Weise irgendwas mit Naturwissenschaft zu tun hat, ein kleines Geschichtchen erzählen und zwar eigentlich eher zitieren, weil der Rüdiger Nehberg, von dem habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört, insbesondere in meinen Videos und ich hoffe, ihr kennt ihn auch sonst, das ist inzwischen etwas in die Jahre gekommener alter deutscher Survival-Experte, so der erste, den es gab, muss man sagen, und der hat
zum Thema Kälte relativ wenig geschrieben. Er hat einen Haufen Bücher verfasst und die sind auch alle sehr lesenswert. Aber zum Thema Kälte wenig, weil da zieht es ihn nicht so hin. Da war er nicht viel in den kalten Regionen, aber er hat sich eben entsprechend Rat geholt für eine Situation, in der er vielleicht mal in einer kalten Umgebung landen könnte, bei eben entsprechenden Experten, die sich da auskennen. So, und einer dieser Experten, ich kann euch leider gerade nicht mehr genau sagen, wer das gewesen ist, aber ich lese es nach und schreibe es euch dann unten hin, der hat gemeint, wer friert, ist entweder dumm oder faul. So, und da ist durchaus nachvollziehbar viel dran, eben entsprechend an dieser Aussage. Und ich habe spaßeshalber mir schon damals im Studium, hatte ich das mal wieder gelesen. Ich habe das besagte Buch, also sein allererstes Buch, die Kunst Survival, die Kunst zu überleben, die erste Auflage. Ne? Es gab dann später noch eine weitere, das ist mehr oder weniger das gleiche Buch und heißt Survival ums Verrecken, glaube ich. Jedenfalls, als ich das gelesen hatte, mal wieder, saß ich gerade in Analyse und Modellierung dynamischer Systeme in der Uni. Moment, jetzt. Und da habe ich mir gedacht, man könnte das doch eigentlich, dieses wer friert, ist entweder dumm oder faul, auch in einer grafischen Form wiedergeben. Und das muss ich euch jetzt kurz antun. Wir sehen hier also eine Grafik, da haben wir einmal den Balken doof und den Balken faul. Und wenn wir die beiden Balken miteinander kombinieren, dann bekommen wir einen ziemlich fetten Balken. Und der ragt da oben in diese gestrichelte Linie. Und diese gestrichelte Linie ist der Bereich, ab dem es kalt wird. Wenn wir also gleich dumm und gleich faul und beides relativ viel sind, dann werden wir mit Sicherheit frieren draußen. So, und hier unten haben wir jetzt die beiden Möglichkeiten, um eben nicht zu frieren. Entweder sind wir hier, also da, ganz wenig dumm, aber sehr faul. Netto frieren wir dann immer noch nicht. Oder wir waren enorm dumm, dann dürfen wir halt nicht mehr faul sein, um zu frieren. Und diese Erkenntnis belegt der Henneberg mit einer schönen Geschichte, nämlich bei einem Mann, da geht es um einen Mann, der in einem großen Tiefkühler eingeschlossen wurde. Ne? Da waren so diverse Kisten drin und seine erste Reaktion war, also er war doof genug, um sich da einschließen zu lassen. Ne? Also friert er, weil er dumm war. Ne? Und jetzt darf er nicht faul sein nach dieser Regel. Das bedeutet, was hat er gemacht? Also er kannte diese Regel nicht, aber er ist selber drauf gekommen, dass es vielleicht eine gute Idee sein könnte, wenn er jetzt losgeht und versucht, die Lüftung von eben entsprechend dieser Kühlanlage zu verstopfen mit dem Kartonmaterial, was er zur Verfügung hatte. Ja, das mit dem Wind ist ein bisschen problematisch heute. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Da brennt meine Fackel erstens sehr schnell ab und zweitens fliegt mir überall das Zeug um die Ohren. Auf meinen Rucksack. Mano. So. Ist egal, ist alles Ben-Ausrüstung, ist nicht brennbar. Aus Prinzip nicht. Auch Ben-Papier, nicht brennbar. Ben-Birkenrinde, nicht brennbar. Egal. So, folgendes. Jedenfalls hat er dann sich einen Turm gebaut aus Kisten, um oben an der Decke diese Lüftung erstmal mit Kartonmaterial zuzustapfen. Nachdem er das gemacht hat, hat er sich hingesetzt und gewartet, weil er ja wusste, am nächsten Morgen kommt jemand und macht die Kühlung auf und dann wird er hoffentlich gefunden. Dann wurde ihm recht schnell kalt und dann hat er festgestellt, also die Geschichte ist alles aus dem Nebeck, sein Buch, ne? Also das ist ein reines Zitat. Dann hat er festgestellt, ja Mist, wenn ich mich bewege, dann ist mir nicht kalt. Wenn ich jetzt hier rumhocke, dann wird mir sehr schnell kalt. Und was hat er gemacht? Er hat die Kisten von einer Seite der Kühlung aufgestapelt und wieder rübergetragen zur anderen Seite, aufgestapelt, rübergetragen zur anderen Seite, aufgestapelt. Und das hat er die komplette Nacht lang gemacht, bis eben am Morgen jemand kam und ihn ja rausgelassen hat, bis er dann entsprechend gerettet wurde. Und damit ist bewiesen, total wissenschaftlich, dass wenn man zu faul, zu blöd war, sich in eine kalte Situation mit unzureichender Ausrüstung beispielsweise zu bringen, dann muss man so fleißig sein, dass man sich entsprechend bewegt, damit die entsprechende Muskulatur einen Haufen Energie verbraucht und bei Energieverbrauch, also sprich bei Zellatmung, wird ja gleichzeitig noch ein Haufen Wärme frei, habe ich gerade schon erwähnt. Das bedeutet, wenn du dich bewegst, wird dir warm. Gut, das war jetzt eine Erkenntnis, die habt ihr alle schon gewusst, aber ich finde das einfach ein schönes, lustiges Beispiel und ich habe so für mich irgendwann mal angefangen, darüber nachzudenken, jedes Mal, wenn ich friere. Frierst du jetzt, weil du zu blöd bist oder weil du zu faul bist? Meistens komme ich auf das Ergebnis, ich war zu blöd
um es mir leisten zu können, jetzt auch noch faul zu sein. So, das Dumme ist jetzt aber, wenn man nachts gut schlafen möchte in seinem Schlafsack, wo man ja Wärme dann ganz gerne haben möchte, sage ich jetzt mal. In den allermeisten Fällen ist das dann schon etwas, was man dann gerne möchte. Ne? Das sind übrigens hier, ich habe noch eine Linse auf der Kamera, deswegen gibt es diese lustigen schwebenden Flammen im Bild. Das lassen wir jetzt einfach mal drin, das sieht witzig aus. Ja, jedenfalls, wenn man nachts gut schlafen möchte, möchte man nachts ja gerne faul sein. Man möchte nachts ja sich nicht groß noch bewegen müssen im Schlafsack. Und das bedeutet, man sollte nach Möglichkeit Ausrüstung respektive Schlafsack so gewählt haben, dass man nicht fleißig sein muss und sich faul sein kann, in der Nacht leisten kann. So, das war jetzt die sinnlose, aber ich wollte sie unbedingt erzählen, Einführung, und der eine oder andere fand sie vielleicht trotzdem lustig. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Thematik. Ich hatte ja schon erwähnt, es geht hier also um Zellatmung und die erzeugt Wärme. Das ist ein Prozess, der ist universell und das ist quasi fast schon ein Gesetz, ein mehr oder weniger Naturgesetz, dass das halt nun mal so ist. Das wird bei allen Lebewesen, das ist bei allen Lebewesen so und sogar bei Pflanzen. Weil was können Pflanzen nachts nicht? Photosynthese, weil was brauchen sie da? Licht. So, und das ist nachts nicht da. Jetzt brauchen Pflanzen nachts aber trotzdem Energie, weil sie nachts trotzdem gewisse Stoffwechselvorgänge am Laufen halten wollen. Nicht unbedingt viel wachsen, aber ein bisschen was sollte da schon noch laufen, weil wenn gar nichts mehr läuft an Stoffwechsel, dann ist man eben tot als Lebewesen. Und das gilt natürlich dann eben auch für besagte Pflanzen. Das heißt, die atmen auch. Die atmen erheblich weniger als unser eins. Gerade wir Säugetiere haben eine sehr hohe Atemrate, dazu kommen wir noch. Aber auch die tun das. Das heißt, auch Pflanzen produzieren Wärme. Und das könnt ihr dann sehen, wenn ihr im Winter, wenn Schnee gefallen ist, und der liegt schon eine Weile, durch einen eben entsprechend schneebedeckten Wald lauft und ihr findet um die Baumstämme, die da in diesem entsprechenden Wald stehen, also es darf jetzt nicht wirklich ganz arktische Temperaturen sein, so ein paar Grad minus halt, und der Schnee liegt jetzt 2-3 Tage, dann werdet ihr um die Bäume herum jeweils Löcher finden, um den Stamm, als ob der Stamm sich ausgebuddelt hätte. Tut er nicht, aber der Stamm atmet und der Stamm produziert Wärme. Und das führt dazu, dass direkt am Stamm, es sei denn, es ist jetzt wirklich super, super kalt, dann ist es egal, aber bei so leichten Minustemperaturen, ne, und nur so ein bisschen Schnee, da gibt es dann halt eben direkt am Stamm durch die Atmung des Baumes eben diesen Effekt, dass da der Schnee kreisrund um den Stamm möglicherweise wegschmilzt. Und daran kann man das dann schon mal ganz schön beobachten, dass eben entsprechend auch Pflanzen atmen. Im Regelfall spielt aber die Wärmeproduktion bei der pflanzlichen Atmung keine Rolle, weil die pflanzliche Atmung eben recht, naja, sagen wir mal, mengenmäßig bescheiden ausfällt im Vergleich zu Tieren. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, Pflanzen, die tatsächlich Wärme produzieren wollen, um damit potenzielle nützliche Käferchen und sonstige Tiere anzulocken. Und dazu gehört der Ahornstab, der ist ein schönes Beispiel, weil der ist ja einheimisch. Der hat nämlich eben diesen lustigen Zapf, diese Knolle, diesen Stab, diesen eigentlichen Ahornstab, und der ist in der Lage, besonders viel zu atmen. Da ist eine Menge Zucker drin. Diese Menge Zucker wird in sehr kurzer Zeit eben entsprechend veratmet, damit das Teil tatsächlich eine gewisse Menge an Wärme abgibt. Und für Insekten, die können das wahrnehmen, gerade die der Ahornstab damit anlocken will, die kommen dann angeflogen, fühlen sich von dieser Wärme irgendwie angezogen, angelockt, fliegen dann da rein und werden vom Ahornstab gefangen. Der frisst die nicht, der ist nicht karnivor, der lässt sie nur so lange da drin, bis sie sich schön vollgestopft haben mit entsprechend Pollen und über mit Pollen verteilt sind. Und dann lässt er sie wieder raus und dann können sie zum nächsten Ahornstab und den dann eben entsprechend befruchten und so weiter und so fort. Also das ist mal ein Beispiel für Thermogenese im Pflanzenreich, wo das wirklich genutzt wird. Ansonsten ist es wirklich nur ein nicht genutztes Nebenprodukt, und es gibt natürlich noch ein paar mehr Pflanzen, die das in irgendeiner Form nutzen. Dieses eine Beispiel soll uns aber, denke ich, genügen. So, das war also der kleine Exkurs ins Pflanzenreich, und jetzt muss ich mal schauen, was ich mir hier eigentlich aufgeschrieben habe. Gehen wir mal zu den Tieren. Da habt ihr wahrscheinlich, vielleicht noch eventuell noch aus dem Biologieunterricht im Kopf, man kann Tiere unterteilen, alle Tiere, in wechselwarm und gleichwarm. Dafür gibt es noch diverse schlaue Wörter in schönen Sprachen wie eben entsprechend Latein. Dazu gehört unter anderem, kann man sie nennen,
thermokonform und thermoregulator. Also thermokonform werden die gleichwarmen, das sind wir. Thermokonform sind die wechselwarmen, die sich eben der Umgebungstemperatur anpassen. Und thermoregulator sind wir, weil wir unsere Körpertemperatur regulieren. Wir sind ja darauf angewiesen, da erzähle ich jetzt auch wenig Neues, dass unsere Körpertemperatur nach Möglichkeit immer, also die Kerntemperatur, nicht nur nach Möglichkeit, sondern wirklich sollte sie doch etwa eben 37 Grad beträgt. Das misst man selten, wenn ihr mal entsprechend an verschiedenen Stellen Fieber messt. Ich habe immer 36,5. Auch wenn sie im Ohr messen, habe ich meistens nur 36,2 oder irgendwie sowas. Das ist aber wohl scheinbar normal. Und das liegt einfach daran, dass man die wirkliche Kerntemperatur nur mit ziemlich aufwendigen Methoden, die sehr unangenehm sein dürften, wirklich messen kann. Und dazu gehört halt eben die, Rektalmessung halt beim Fiebermessen dann eben. Da kriegt man jedenfalls den genauesten Wert. Deshalb wird das ja ganz gerne dann mal im Krankenhaus wirklich mal gemacht. Nicht schön. Egal. Andere Tiere, die eben nicht Thermoregulator sind und ihre Körpertemperatur entsprechend anpassen, sind eigentlich alle außer Säugetiere, mit ein paar Ausnahmen, und zwar die Kloakentiere. Also sprich, wenn wir irgendwo nach einem Ausnahmesäugetier suchen, das irgendwas anders macht als die anderen Säugetiere, dann können wir eigentlich immer, also wenn ihr das mal in einer Quizshow gefragt werdet, immer können wir das Kloakentier nehmen. Was ist ein Kloakentier? Zum Beispiel das Schnabeltier. Da gibt es noch ein paar andere, ist egal. Jedenfalls, das Schnabeltier ist mal wieder anders und das hat tatsächlich Phasen, in denen es seine Körpertemperatur der Umgebung anpassen kann. Dieses Teil ist sowieso völlig verwirrend. Na, oh Mann. Also erstens sehe ich jetzt nichts mehr und zweitens hat es mir mein Buch umgeblättert. Ja, ansonsten alle Vögel, jeder Vogel, bis auf den Kolibri, ist in irgendeiner Form, auch der Kolibri ist es in irgendeiner Form, mindestens teilweise Thermoregulator, also hat immer die gleiche Körpertemperatur und muss dafür sorgen, dass die Körpertemperatur eben bei einem Vogel die ganze Zeit hoch bleibt. Was ist der Unterschied beim Kolibri? Der Kolibri hat aufgrund dessen, dass der ja auf der Überholspur lebt und mit seinen Flügeln ja unglaublich oft schlägt, so irgendwie 200 Mal in der Sekunde, ich weiß es nicht, auf jeden Fall unglaublich oft, hat er damit einen extrem hohen Energieverbrauch. Deswegen musste er auch ständig an der Nektarblüte hängen und ständig Nektar saugen. Wenn er mal irgendwie 3-4 Minuten nichts isst, also keinen Nektar saugt, dann verhungert er. Ja? Also vielleicht sind es auch 10 Minuten, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls verhungert der Kolibri unglaublich schnell wegen seinem extrem rasanten Stoffwechsel. Soll heißen, hätte der nicht irgendwas entwickelt, mit dem er schlafen könnte, könnte der überhaupt nicht schlafen, weil er beim Schlafen und selbst wenn er nur eine Stunde schläft, sofort verhungern würde. Ja? Deswegen, der Kolibri verfällt in eine Art Winterschlaf. So eine Art Winterschlaf, ist kein offizieller. Und das allein schon, um zu schlafen. Das heißt, der fährt seine Körpertemperatur und seine eben entsprechenden Stoffwechsel, wenn er schläft, unglaublich runter. Und das ist einer der wenigen Vögel, die das eben entsprechen können. Die allermeisten Vögel sind darauf angewiesen, dass ihre Körpertemperatur immer gleich bleibt. Die Kerntemperatur. So, bei uns Säugetieren, ja wie gesagt, bis auf bei den Kloakentieren haben wir auch immer... sind wir darauf angewiesen, dass unsere Körpertemperatur auch immer gleich bleibt. Es gibt auch da wieder spezielle Ausnahmen, um eben entsprechend in besonders kalten Regionen zu überleben. Und das ist der Winterschlaf. Den können interessanterweise keinesfalls Bären, sondern lediglich 5 Gattungen. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Insektivoren, also Insektenfresser, das ist sowas wie der Igel oder die Spitzmaus. Nagetiere. Ganz wenige Primaten, aber bei den Primaten gibt es das theoretisch auch. Bei Menschen bisher hat es noch nicht funktioniert, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja mal noch hin, da wir ja auch Primaten sind. Allerdings recht entfernt verwandt von den Primaten, die das können. Dann noch die Fledertiere, also Fledermaus, Flughund, etc. Und Schildkröten. Das sind nicht mal Säugetiere. Was faszinierend ist, alle anderen, die das eben einen richtigen Winterschlaf können, sind Säugetiere. Was es dann noch gibt, das habt ihr vielleicht auch noch aus dem Biounterricht im Hirn, ist Winterstarre. Das ist, ja, man lässt sich fast schon gefrieren. Das können so diverse Frösche und vielleicht habt ihr auch da mal in dieser Hinsicht irgendeine schöne Dokumentation gesehen, wo man dann sehen kann, wie manche Frösche über Winter tatsächlich mit Eis bedeckt sind und richtig regelrecht einfrieren. Die können das, wir nicht.
Und das ist auch nicht Winterschlaf, sondern tatsächlich Winterstarre. Das ist noch extremer. Da fährt wirklich der Stoffwechsel runter auf nahezu nichts. Und alle 2 Stunden oder was schlägt einmal das Herz. Naja, nicht ganz, aber es ist wirklich faszinierend. Und Wahnsinn, wie weit das geht. Gut, ich will zurück zum Plan kommen. Der Plan besagt, dass ich euch jetzt erstmal diese entsprechenden Fälle gesagt habe. Und ja, durch die Atmung, die eben jeder betreibt, sind wir in der Lage, beziehungsweise machen sich Vögel und Säugetiere, ganz paar andere Ausnahmen, eben die dabei unvermeidbare Wärmeproduktion eben entsprechend zunutze, um ihre ökologische Valenz zu erhöhen. Was soll das jetzt bitte sein? Das bedeutet, dadurch, dass wir wirklich die Körperwärme nutzbar machen, sind nur Vögel und Säugetiere in der Lage, die wirklich kältesten Lebensräume der Welt zu besiedeln. Ne? Was gibt's an der Antarktis als einziges Tier? Pinguin. Was gibt's in der Arktis als einzige Tiere? Säugetiere. Theoretisch sind auch noch ein paar Vögel, die da mal kurz vorbeischauen, denkbar. Macht aber keinen Sinn, da wächst ja nichts. Und wenn wir uns jetzt mal sehr kalte Gebiete, die es noch nicht gleich der Nordpol sind, angucken wie Grönland. Wir haben auf Grönland Vögel, wir haben gerade mal 6 oder 7 Säugetierarten und das war's. Es gibt auf Grönland kein einziges Reptil zum Beispiel. Was es dann trotzdem noch gibt, sind Insekten, weil die eben in ihrem Larvenstadium und in ihrer Überdauerungsform, sprich als Ei, auch in der Lage sind, sehr, sehr kalte Temperaturen zu überstehen. Deswegen wäre die korrekte Bezeichnung, nur Säugetiere und Vögel sind in der Lage, bei großer Kälte aktiv zu sein. In einem Überdauerungsstadium überdauern, bis es nicht mehr kalt ist, das können eben entsprechend auch Insekten, theoretisch auch Spinnentiere oder sonstige niedere Organismen, sage ich jetzt mal. So, wichtig ist jetzt, dass bei Säugetieren, insbesondere bei Vögeln nicht so sehr, aber da wir ein Säugetier sind und es letztendlich irgendwann auf den Mensch herauslaufen soll, ist es so, dass wir mit unseren inneren Organen, also Leber, Herz, Niere etc. pp. Vor allen Dingen damit unsere Körperwärme im Ruhezustand aufrechterhalten. Unsere Organe machen im Regelfall nur 8% der Körpermasse aus, sind aber für 70% der Wärmeleistung im ruhenden Zustand entsprechend verantwortlich, während die Muskulatur, die durchschnittlich 52% unserer Körpermasse ausmacht, komplett jede Muskulatur. Ne? Also auch die Stützmuskeln und die ganz kleinen Muskeln, die man gar nicht willkürlich verwenden kann, die sind auch mit drin. Und die zusammen geben gerade mal im Ruhezustand 18% eben entsprechend der Körperwärme ab. Ne? Also soll heißen, das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Weil, wenn wir im ruhenden Zustand auch über unsere Muskulatur unsere Körperwärme erzeugen müssten, würden wir viel zu viel Energie verbrauchen. Dann würden wir gar nicht mehr hinterherkommen mit dem Nahrungsbedarf, den wir haben. Weil gerade dadurch, dass wir in der Lage sind, unsere Körpertemperatur immer hoch und immer auf einem funktionierenden Niveau eben entsprechend zu halten, brauchen wir viel mehr zu essen als beispielsweise im Gewicht zu benötigter Nahrungsverhältnis brauchen wir viel mehr zu essen als meinetwegen ein Krokodil. Was ein Krokodil an wenig essen muss, ist faszinierend. Das bewegt sich allerdings nicht viel und das verbraucht auch kaum Energie, eben um seine Körperwärme aufrechtzuerhalten, nämlich überhaupt keine. Krokodile gehen ein und erfrieren bei wenigen Grad über Null. Ja, da haben die keine Chance, die haben keine Möglichkeit, damit irgendwie klarzukommen, weshalb Krokodile nur eben auf Tropen und Subtropen beschränkt sind, wo diese Temperaturen wirklich nie vorkommen, sonst würden schlagartig sämtliche Krokodile alle quasi aussterben, wenn es irgendwann mal Temperaturen knapp über Null in den Tropen, also da, wo die Krokodile halt eben entsprechend leben, geben sollte. Aber wie gesagt, wir bezahlen das mit einem sehr hohen Energieverbrauch, können dafür aber als Säugetier überall auf dem Planeten potenziell vorkommen, genauso wie das eben die Vögel auch tun. Vögel haben einen nochmal höheren Energieverbrauch als wir, dafür können sie dann aber auch fliegen, ne? Oder auch nicht, also die meisten. Es gibt ja auch die flugunfähigen Vögel, aber auch die haben dann vergleichsweise immer noch einen recht hohen Stoffwechsel. Wir haben dann, dadurch, dass wir nicht fliegen können, man kann da fast schon einen gewissen Ausgleich drin erkennen, den Vorteil, dass wir Fett ansetzen können. Das können Vögel nämlich nicht, weil dann können sie nämlich nicht mehr fliegen.
nur ganz minimale Mengen an Fett kann ein Vogel ansetzen. Es gibt ein paar flugunfähige Vögel, die können geringfügige Fettreserven anlegen. Dazu gehört auch der Kakapo, den hatten wir neulich erstmal erwähnt. Das ist ein flugunfähiger Papagei, vielleicht erinnert ihr euch ja, weil ich ihn gerade neulich eben mal entsprechend erwähnt hatte. Jedenfalls, Fett ansetzen ist wichtig, denn Fett dient gleichzeitig wiederum als Isolator nach außen, weil, da wir ja gerade schon gelernt haben, dass das hauptsächlich unsere Körpertemperatur aufrechterhaltende Zeug unsere Organe sind, ist natürlich besonders sinnvoll, gerade den Bereich, wo die Organe sitzen, sprich den kompletten Körper, also den Torso, entsprechend gut auszupolstern und zu isolieren, damit wir halt nicht so viel Fett verlieren. Bei uns Mensch ist das eher sekundär so, dass das tatsächlich dann auch mal in gewisser Weise nützlich sein kann, dass man zu dick ist. Es gibt aber auch Säugetiere, insbesondere die Meeressäuger, die halt primär darauf angewiesen sind, sich komplett über ihre Fettschicht zu isolieren und damit den kältesten Temperaturen, die man sich nur so vorstellen kann, wunderbar, nicht den ganz allerkältesten, das sind ja immer noch, wenn es zu kalt wird, dann gehen sie ins Wasser. Das Wasser, wenn es nicht gefroren ist, hat es immer noch 4 Grad. Es sei denn, es ist unterkühltes Wasser, aber damit würden sie auch noch wahrscheinlich relativ gut zurechtkommen. Allzu viel unterkühlen, also auf unter 0 runter, tut das dann auch nicht. Selbst nicht in der Arktis unterm Eis. Und in der Arktis unterm Eis ist die Robbe dann auch sehr, 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 sehr selten bis hin zu gar nicht unterwegs. Also unterm wirklich krassen Eis, ne? Nicht nur mal kurz am Rand ein bisschen drunter tauchen und dann mit ihrem Atemloch da eben entsprechend hantieren, aber Fett ist auch jedenfalls ein wesentlicher Bestandteil für die Thermoregulation bei uns Säugetieren, da spielt das eine große Rolle. Es gibt sogar noch eine zweite Art von Fett, neben dem üblichen Fett, was wir halt dann gerne mal beim Nom 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 anlegen. Nämlich, also das, was wir anlegen, ist das weiße Fettgewebe. Es gibt zusätzlich noch das braune Fettgewebe. Das ist ein physiologisch wertvolles Fett, das im Leerlauf Fett verbrennen kann. Also es sind zusätzliche braune Fettzellen, müsste man sie eigentlich nennen, braunes Fettgewebe. Das ist anders als unser weißes Fettgewebe eben in der Lage, das darin enthaltene, die darin enthaltenen Fettsäuren direkt in Wärme umzuwandeln. Also viel effizienter, als wenn wir normalerweise Fett verbrennen, was wir ja auch mehr oder weniger ständig tun, zumindest in ganz, ganz, ganz geringen Anteil. Das machen wir ja deswegen, um eben entsprechend damit Energie zu erzeugen, um unseren Stoffwechsel am Laufen zu halten. Wir machen das nicht nur oder primär wegen Wärmeerzeugung und im braunen Fettgewebe. Das haben bei uns Menschen übrigens auch Säuglinge. Erwachsene Menschen nur noch zum ganz geringen Anteil, komme ich gleich noch dazu. Ist wirklich nur zur Temperaturerzeugung, zum Überstehen von kalten Temperaturen da. Ein Tier, was davon besonders viel aufweist, ist auch ein prominentes Tier, ist das Murmeltier. Gut, aber das ist schon wieder vorgegriffen. Eigentlich wollte ich jetzt erzählen, da wir eben den Großteil unserer Wärmeerzeugung im Torso ablaufen haben und die Wärme, die da erzeugt wird, wenn wir schlafen oder ruhen oder uns sonst irgendwie nicht bewegen groß, in die Peripherie, also sprich Arme, Beine und was da sonst noch so dran hängt, der Kopf zählt quasi noch zum Torso, geleitet werden muss, kann es sinnvoll sein, wenn nur noch wenig Wärme vorhanden ist, wenn unser Hypothalamus, der ist nämlich dafür zuständig, also da oben im Kopf, der hat so einen Temperatursensor, der merkt, wie kalt ist es an der Peripherie, wie kalt ist es an der Basis, wie sehr habe ich Schwierigkeiten, die Temperatur an der Peripherie, also meinetwegen in den Fingern vor allen Dingen, Zehen, das sind so die wesentlich am weitesten weg Orte, die der Körper halt eben beheizen muss. Da kommt eine Rückmeldung von den Fingern, von den Zehen in den Hypothalamus und der sagt, okay, ich kühle gerade saumäßig schnell aus. Und wenn das der Fall ist, dann stellt der Körper fest, okay, das kühlt viel schneller aus, als dass ich jetzt hier aus dem zentralen Ofen sozusagen Energie nachliefern könnte. Deswegen lasse ich es ein bisschen auskühlen. Und dadurch entsteht gerade bei uns Säugetieren ein Kern- und Schale-Modell. Wir haben also eine Kerntemperatur, ne, Oberkörper, und die Peripherie nochmal separat. Das heißt, da in der Peripherie auch keine lebensnotwendigen Organe liegen, die unbedingt weiterhin ordentlich Temperatur brauchen, weil sie ständig funktionieren müssen, weil wir sonst sofort tot sind, kann die Temperatur in der Peripherie durchaus mal runtergefahren werden. Und deswegen kriegt man relativ schnell kalte Füße, kalte Hände. Das ist das Erste, was natürlich kalt wird. Auch kalte Nase, kalte Ohren, die hängen auch vergleichsweise weit draußen. Und vor allen Dingen lassen sie sich nicht so einfach abdecken, wie meinetwegen jetzt Zehen. Schuhe hat man ja im Regelfall an. Und damit gibt es halt eben dieses Modell, dass gerade bei Säugetieren, wie immer, und wenn man sich mal so ein Wärmebild von irgendeinem Säugetier anguckt, feststellt,
Rumpf warm, Beine vergleichsweise kalt. Also Rumpf strahlt rot, Beine meistens so grünlich, bläulich, naja, grünlich nicht. Grün gibt es nicht bei den Wärmebilder-Dingern da, aber so tendenziell ins Bläuliche gehend. So, das ist auch nochmal wichtig, weil das brauchen wir dann nachher noch ein paar physiologische Überlegungen. Da ist er wieder, der Wind! Von wegen das himmlische Kind, toll. Am Arsch. So, jetzt brennt's wieder. Na toll. Ach Mann. Ich such dann mal mein Feuerzeug. Erstaunlich helle Nacht. Also noch. Ist ja auch noch nicht so spät. Wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Seh nix. Seh immer noch nix. Seht ihr was? Also ich nicht. So, jetzt, ich habe noch einen alternativen Zunder gezündet. Davon habe ich auch noch ein paar dabei. Aber irgendwann, wenn mir alles Licht ausgegangen ist, muss ich nach Hause gehen. Das heißt, ich muss mich beeilen. Also, jetzt hat es mir schon wieder das Heftchen umgeblättert. Verflucht nochmal. Das mit dem Wind ist echt nervtötend heute. So. So viel jetzt erstmal zu den gleichwarmen Tieren. Jetzt gucken wir uns nochmal schnell die wechselwarmen an. Was sind denn das jetzt für welche? Naja, alles außer Säugetiere und Vögel, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die sind darauf angewiesen, für ihren Wärmeerhalt keinen Wärmeerhalt zu haben. Heißt, die sind immer von der Körpertemperatur so warm wie ihre Umgebung und müssen noch irgendein System haben, wenn sie tatsächlich in Regionen leben wollen, wo es gefrieren kann, dass sie damit dann auch eben entsprechend klarkommen. Das heißt, was sind das für welche? Reptilien, Amphibien, die gehören da so über fünf Ecken auch noch irgendwo mit dazu. Insekten, Spinnentiere, Würmer, Nematoden und alles sonstige primitivere Zeug und auch Fische. Ne? Fische haben meistens die Temperatur der Wassertemperatur, was einfach daran liegt, dass sie so viel Wasser über ihre Kiemen ständig aufnehmen, dass es fast nicht möglich wäre, für einen Fisch nennenswerte höhere Temperatur als eben die Umgebung aufzubauen. Es gibt Ausnahmen, es gibt den Thunfisch. Der Thunfisch schwimmt derartig schnell und viel und ist dabei vergleichsweise groß, dass er bei den doch enormen Leistungen seiner Muskeln bis zu 15 Grad wärmer werden kann als das Wasser, das ihn umgibt. Das bleibt er natürlich nicht sehr lange und kühlt dann relativ schnell wieder aus, sobald er aufgehört hat, sehr schnell durch die Landschaft zu schwimmen. Aber potenziell wäre der Thunfisch definitiv zu nennen bei Fischen, bei denen die Körpertemperatur deutlich über die Wassertemperatur steigen kann. Bei Insekten ist es ja gerade eben so, dass die quasi, wenn sie loslegen wollen mit Aktivität, weil sie nicht in der Lage sind, aktiv zu sein, ohne sich vorher an der Sonne aufgewärmt zu haben, rauskommen müssen aus ihrem Bau, aus ihrem Unterschlupf, wo auch immer das jeweilige Insekt jetzt lebt, und sich erst in die Sonne hocken muss, um eben warm zu werden. Es gibt da auch wenige Insekten, die diesbezüglich im Laufe der Evolution eine kleine Ausnahme entwickelt haben. Auch dabei ein sehr prominentes Insekt, und zwar die Hummel. Die Hummel ist in der Lage, in ihrem Torso, also ihrem der Bereich, wo die Flügel dran setzen, Abdomen ist das Teil hinten. Ich habe gerade vergessen, kaputt ist der Kopf. Okay, ich habe jetzt gerade wirklich vergessen, wie der Torso, also der Bereich, wo die Flügel sitzen, bei Insekten heißt, der hat auch einen speziellen Namen. Jedenfalls da, die Muskulatur, die zum Fliegen verantwortlich ist, die kann zittern. Das ist was ganz Besonderes, das gibt es sonst wirklich bloß bei, eigentlich im Wesentlichen bei Säugetieren. Vielleicht kann es noch zwei, drei Vögel, das könnte sein, glaube aber nicht. Und bei Insekten ist das wirklich eine ganz, ganz große Seltenheit, die nur ganz wenige Wildbienen, die Hummel ist eine Wildbiene, beherrschen, und dabei halt wirklich tut sich die Hummel hervor. Die kann nämlich eben, bevor sie morgens losfliegt, wenn es ihr eigentlich noch zu kalt ist, um zu fliegen, und sie noch nicht Betriebstemperatur hat, kann sie eben durch das Zittern ihrer Muskeln so viel Wärme aufbauen. Gleichzeitig hat die Hummel ja noch fast ein Fell, was ja auch nochmal dazu führt, dass sie relativ gut diese Wärme auch speichern kann, um eben auf Betriebstemperatur zu kommen, obwohl die Außentemperatur eigentlich noch zu niedrig ist, dass die Hummel schon rumfliegen kann. Ja? Also dieser blöde Spruch, die Hummel kann gar nicht fliegen, weil sie zu schwer ist für ihre Flügel, aber sie tut
tut es trotzdem, ist nochmal viel, viel, viel falscher, als er ohnehin schon falsch ist, weil es kommt nicht nur auf die Flügelgröße an, sondern auch auf die Frequenz, mit der die bewegt werden, schlicht und ergreifend. Deswegen kann die Hummel natürlich fliegen, auch physikalisch kann sie fliegen. Nur irgendjemand ist auf die Idee gekommen, dass allein die Größe der flugfähigen Fläche anscheinend ausschlaggebend ist, ob man fliegen kann oder nicht. Das ist völliger Schwachsinn. Also dieser komplette Spruch, der mag zwar cool klingen, dass die Hummel trotzdem fliegt, obwohl sie es gar nicht kann. Einfach weil sie daran glaubt. Das mag schön sein, aber das ist physikalisch wirklich Schwachsinn. Und davon abgesehen kann die Hummel sogar dann fliegen, wenn alle anderen Insekten es nicht können. Also wenn jemand fliegen kann, dann verflucht nochmal die Hummel. Also das macht diesen Spruch meiner Meinung nach nochmal falscher. Gut, also die Hummel, so eine große Ausnahme. Und die anderen, die eben eine der Umgebung sich anpassende Körpertemperatur haben, haben aber dadurch halt, hatte ich schon erwähnt, den Vorteil, dass sie einen viel geringeren Stoffwechsel brauchen, dass sie gerade eben, wenn es nachts kühl wird, so gut wie überhaupt keine Energie benötigen und sich dann entsprechend langsam, aber auch nur bewegen können. Denn jeder Prozess, der in einem Organismus abläuft, jede Bioreaktion, in uns allen, also in allen Lebewesen laufen eben solche Bioreaktionen ab, ist temperaturabhängig. Zwischen etwa 30 und 40 Grad irgendwo liegt bei den meisten Tieren da das Optimum. Das heißt, man muss sich, wenn man jetzt meinetwegen eine Eidechse ist und das Optimum meinetwegen bei 32 Grad liegt, sagen wir jetzt einfach mal, von mir aus kann es auch ganz was anderes sein, dann muss man als Eidechse wirklich eine ganze Weile in der Sonne hocken. Wenn man eben entsprechend jetzt aus dem frühen Frühling, im frühen Frühling überhaupt schon unterwegs sein möchte, um sich dann so lange aufzuwärmen, bis man sich überhaupt nennenswert schnell bewegen kann. Davor bewegen die sich wirklich unglaublich langsam. Was man sich übrigens auch als Survival-Anwender zunutze machen kann, um gerade wenn es kalt ist, Kriechtiere aller Art, also sprich Eidechsen, sonstige Reptilien, Schlangen, Frösche, Kröten und so ein Zeug, ganz einfach locker mal mit der Hand aufzusammeln, einfach weil die, wenn es noch kalt sind, unglaublich langsam sind. Die sind ja nicht nur Hummel. So viel jetzt zum allgemeinen Überblick. Jetzt kommen wir mal speziell zu den Mechanismen, die denn im Tierreich angewendet werden können, um die Körpertemperatur eben aufrechtzuerhalten. Weil uns interessiert es natürlich aus persönlichen Gründen eher die Arten, die das notwendig haben, einmal eine gleichbleibend hohe Körpertemperatur zu haben und damit eben überhaupt in der Lage sind, Kälte zu widerstehen und damit auch wir, ne? Weil wir sind das potenziell ja auch. Was haben denn wir für Möglichkeiten, um unsere Körpertemperatur eben entsprechend hochzuhalten, wenn es kalt ist? Wenn es nicht kalt ist, haben wir eher das Problem, dass wir unsere Körpertemperatur niedrig halten wollen. Aber wenn es dann halt mal kalt ist, dann müssen wir mal gucken, wie wir zurechtkommen. Und damit fangen wir mal an. Möglichkeit Nummer 1, Änderungen der Durchblutung in der Peripherie. Die Organe, die zentralen wärmeerzeugenden Teile in uns, die müssen immer perfekt durchblutet werden, weil die sind einfach lebensnotwendig. Wenn die ausfallen, dann ist er mal tot, ne? Oder zumindest so gut wie. Das heißt, das Einzige, wo wir die Durchblutung reduzieren können, um damit Wärme zu sparen, ist eben die Peripherie. Und warum ist das sinnvoll, wenn ich jetzt die Hand weniger durchblute, beziehungsweise meine Hand jetzt weniger durchblutet wird, was auch gerade der Fall ist, es ist kalt genug, dann passt sich meine Hand eher der Umgebungstemperatur an. Ne? Also Handtemperatur habe ich jetzt vielleicht maximal 25 Grad, maximal. Na, sagen wir mal 27 Grad. Das ist dahingehend sinnvoll, weil dann gibt meine Hand, weil das Temperaturgefälle zur Umgebungsluft deutlich geringer ist, als wenn meine Hand jetzt 37 Grad warm wäre, gibt meine Hand mit 25 oder 27 Grad deutlich weniger Temperatur an die Umgebung ab und ich verliere weniger Temperatur insgesamt. Weshalb die erste Maßnahme, die der Körper eben entsprechend unternimmt, wenn er merkt, okay, du hockst hier irgendwo, wo es ein bisschen kühl ist, er fährt halt eben die Durchblutung der Peripherie ein wenig runter. Die Durchblutung von Arme, Beine, logischerweise auch Hände. Je weiter weg was vom Körperkern eben entsprechend liegt, desto kälter wird es, desto weiter wird es runtergefahren, weil umso effizienter lässt sich an der entsprechenden Stelle eben Energie sparen. Das ist so der erste Schritt, wenn es kalt wird, um halt damit klarzukommen. Schritt Nummer 2 ist dann die sogenannte Adaption an kalte Temperaturen. Das ist ein langfristiger Prozess. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern da muss man schon eine Weile im Kalten unterwegs sein. Zum Beispiel, wenn der Winter fortgeschritten ist. Das merkt man auch schön bei sich selber, wenn man viel draußen war im Winter. Ja? Und jetzt ist es zum Beispiel gerade relativ warm. Und jetzt hatten wir neulich mal, ich glaube, 12 Grad oder was.
Und bei diesen 12 Grad, nachdem ich vom Körper her noch gewöhnt bin, dass es wirklich so um die 0 Grad hatte, bei diesen 12 Grad bin ich mit dem T-Shirt rumgerannt draußen und mir war nicht kalt, also wenn ich mich bewegt habe, ne? Weil schlicht und ergreifend der Körper es gewohnt ist, dass es kalt ist und der Körper sowieso schon automatisch in einem gewissen, ich gebe grundsätzlich viel Wärme ab, weil es ist ja kalt, Modus sich drin befindet. Und das nennt man eben Adaption, Anpassung an kalte Temperaturen. Man weiß noch nicht hundertprozentig, wie genau diese Adaption stattfindet. Man kann das auch künstlich herbeiführen, wenn man zum Beispiel jeden Morgen kalt duscht. Dann ist man auch, vermutlich friert man dann nicht so schnell wie jemand, der jeden Morgen warm duscht. Ich kriege das mit dem Kaltduschen nicht hin. Ich muss warm duschen. Ich gehe dann lieber raus und friere da. aber das ist auf jeden Fall wirklich eine Methode, wie man sich an kalte Temperaturen den Körper daran anpassen kann. Und der stellt sich dann von seinem Stoffwechsel eben darauf ein, dass es ständig kalt ist und ist dann ständig bereit, vergleichsweise viel Wärme zu produzieren, vergleichsweise viel Speicherstoffe, die der Körper eben eingelagert hat, sprich Fett, auf die Wärmeproduktion dann auch zu verwenden. Man vermutet, dass das primär über eine erhöhte Leberaktivität geht, weil die Leber ist bei uns so das Ding, das Fett zu reiner Energie, also zu reiner Wärme umwandeln kann. Ja, das kann im Wesentlichen nur die Leber. Die Muskeln verbrauchen ja auch vergleichsweise viel Energie, geben damit auch vergleichsweise viel Wärme ab. Aber dafür müssen sie ja auch arbeiten. Wenn man jetzt da hockt und sich nicht viel bewegt, dann arbeiten die Muskeln auch nicht viel. Was aber möglich ist, eben gerade wenn man sich an kalte Temperaturen gewöhnt hat, das ist die zweite Sache, neben der erhöhten Leberaktivität, dass die Muskeln, die wir gar nicht aktiv benutzen, also jetzt hier so hier Arm und so weiter und so fort, sondern irgendwelche Skelettmuskulatur auch, Muskeln, die direkt am Knochen hängen und da irgendwelche kleinen Funktionen haben, die man gar nicht willkürlich kontrahieren kann, dass die dann eben angespannt werden, wenn es kalt wird, in einer ständigen Anspannungssituation sind und diese Anspannungssituation verbraucht Energie und das wiederum gibt Wärme ab. Also das sind so die beiden gebräuchlichsten Erklärungen, wie dann die Anpassung an kalte Temperaturen, wenn man sie gewöhnt ist, eben entsprechend zustande kommt. Dann haben wir noch ein Notfallsystem, um eben, wenn es ganz kalt wird, nochmal richtig Wärme zu produzieren. Das ist das sogenannte Kältezittern, auch bekannt als Zittern, schlicht und ergreifend. Eigentlich muss man wirklich, man muss das wirklich als Notfallsystem erkennen. Der Körper fängt dann an zu zittern. Also manchmal tut das auch unnötigerweise etwas zu früh, wo es noch gar nicht unbedingt sinnvoll oder notwendig ist, einfach weil unser Körper es nicht mehr gewöhnt ist, in kalten Situationen zurechtzukommen. Aber gerade wenn man schon adaptiert ist an kalte Temperaturen, dann sollte man zittern, wenn man dann trotzdem zittert, definitiv als Warnsignal verstehen. Denn zittern kann man maximal 2 Stunden. Maximal. Dafür muss man aber schon Glück haben, dass das bei einem wirklich so lange funktioniert. Wenn Zittern vorbei ist, dann ist einem hoffentlich entweder inzwischen wieder warm, und man hat auch einen Grund zu glauben, dass einem warm ist. Oder man kann nicht mehr zittern, weil die Energie zum Zittern, die Muskeln so erschöpft sind, dass man keine Kraft mehr hat, um zu zittern. Zittern erzeugt bis zu 400 Watt Wärme. Das ist relativ viel. Wenn man also einen Schlafsack hat, also da, wenn ich zittere draußen, dann liegt das meistens daran, dass ich mich gerade vergleichsweise viel ausgezogen habe und jetzt in meinen Schlafsack reinsteige. Dann zittere ich meistens noch, also nicht meistens, aber relativ häufig noch ein bisschen und dann, sobald ich anfange zu zittern, wird es in 30, spätestens 40 Sekunden im Schlafsack richtig schön mollig warm. Weil Zittern gibt halt vergleichsweise viel Energie ab und der Schlafsack sorgt dafür, dass die Energie im Schlafsack bleibt und nicht in die Umgebung eben entsprechend hinauswandert. Und damit haben wir es dann, gerade wenn wir uns in den Schlafsack reinzittern, da relativ schnell warm. Aber es muss dann auch sofort wieder aufhören, das Zittern. Wenn wir nämlich im Schlafsack liegen und zittern vor uns hin und das hört nicht auf und wir zittern eine halbe Stunde, und das davon abgesehen, dass das keinen Spaß macht, dann sollte man dringend drüber nachdenken, ob man sich jetzt nicht ein bisschen in Lebensgefahr befindet, weil eigentlich, wenn jetzt selbst diese 400 bis zu 400 Watt Leistung durch das Zittern nicht ausreichen, um es im Schlafsack warm zu machen, zumindest mal kurzzeitig, dann ist der Schlafsack definitiv nicht warm genug und die Nacht wird wahrscheinlich so kalt, dass man bei dieser Nacht mindestens in der Extremtemperatur irgendwie übernachtet. Oder zumindest es sich so anfühlen wird, als würde man in der Extremtemperatur übernachten. Also wichtig ist halt gerade grundsätzlich, also meiner Erfahrung nach, bei Schlafsackübernachtungen, dass man sich jetzt nicht drauf verlässt, aber der tolle Hersteller von meinem Schlafsack hat da draufgeschrieben, der ist bis -7 und es sind nur -6 und das heißt, ich darf eigentlich gar nicht frieren. Sondern wenn du frierst, dann frierst du und dann ist es scheiße, egal was auf deinem Schlafsack draufsteht, und wenn du anfängst zu zittern, ist das ein eindeutiges Warnsignal, dass man friert. So, hört das Zittern auf,
ohne dass es wärmer geworden ist. Also wenn man meinetwegen eine Stunde gezittert hat und dann plötzlich zittert man nicht mehr, fühlt sich aber wärmer, dann ist einem nicht wirklich wärmer, sondern dann beginnt man die sogenannte Kälteidiotie zu bekommen oder Kälteidiotismus, da gibt es verschiedene Wörter dazu, dass man dann irgendwann anfängt zu halluzinieren und denkt, es wäre einem warm. Was aber in Wirklichkeit der Fall ist, ist, dass einem keinesfalls warm ist. Man hat nur nicht mehr die Kraft, entsprechend zu zittern. Meistens denkt man sich dann, oh, dann kann ich ja jetzt eben entsprechend schlafen gehen. Also in allerletzter Konsequenz. Zu diesem Zeitpunkt hat der Körper schon komplett die Durchblutung, bis auf ein absolutes Minimum, was man gar nicht abstellen kann, die komplette Durchblutung der Peripherie, Arme, Beine, Füße, Hände sowieso, Nase, Ohren und so weiter und so fort, hat der Körper zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellt. Wir befinden uns dann in Stufe 2 der Hypothermie, entsprechend, also Unterkühlung. Und in dem Zustand können wir uns selber nicht mehr helfen. Da können wir nicht mehr auf die Idee kommen, aufzustehen und rumzulaufen, weil das geht ja schon nicht mehr, weil wir ja gar keine Durchblutung mehr in den Armen und Beinen haben. Wir werden auch nicht auf die Idee kommen. Wir werden verwirrt sein, wir werden zerstreut sein, wir werden denken, uns ist warm, wir werden denken, dann kann ich jetzt in Ruhe schlafen gehen und dann wachen wir nicht mehr auf. Der Kältetod mag ein sehr schöner Tod sein, weil man da nicht großartig leidet und denkt, es wäre alles super gemütlich und man schläft friedlich ein. Zumindest wurde das viel berichtet von Leuten, die erlebt haben, wie andere Leute erfroren sind. Die Erfrorenen selber haben nicht mehr viel berichtet. Aber, das mag ein schöner Tod sein, aber vielleicht will man ja noch gar nicht unbedingt sterben und deswegen sollte man Zittern immer als das wahrnehmen, was es ist, nämlich die letzte Verteidigung von unserem nicht an Kälte angepassten Körper. Homo sapiens ist ja eigentlich ein Steppenbewohner, der eigentlich in den Tropen und Subtropen unterwegs ist und keinesfalls im hohen Norden, was er zwar trotzdem kann, weil er halt nun mal ein Säugetier ist und damit in der Lage ist, seine Körpertemperatur eben aufrecht zu erhalten, sofern genügend Isolationsschicht, die uns nicht mehr wächst, die wir aber trotzdem anziehen können, eben entsprechend gegeben ist. Ja, also das geht schon. Es ist aber nur deswegen nötig, weil wir halt die Option haben, Kleidung herzustellen. Eigentlich gehören wir da nicht hin. Und weil die Evolution eben uns noch nicht mit großartigen Kälteüberdauerungsstrategien ausgestattet hat, ist dieses blöde Muskelzittern das einzige als letzte Verteidigungslinie, was uns noch zur Verfügung steht, um halt eben nicht zu erfrieren. Es sei denn, wir sind ein Säugling. Wenn wir nämlich ein Säugling sind, können wir noch nicht zittern. Da ist die Muskulatur noch nicht so ausgebildet, dass Zittern möglich ist. Und deswegen hat uns dann die Evolution im Säuglingsalter noch mit reichlich braunem Fettgewebe ausgestattet. Und braunes Fettgewebe hatte ich ja schon erwähnt. Das sind spezielle Reihen dafür da, dass Wärme erzeugt wird, Zellen. Ja? Die laufen im Leerlauf, insbesondere wenn man schläft oder wenn man gar nichts tut, laufen die im Leerlauf und geben einen Haufen Wärme ab, verbrauchen entsprechend viel Energie. Man sollte also gut genährt sein, aber das sind Babys zumindest bei ihrer Geburt im Regelfall immer. Also wenn alles gut gelaufen ist. Und dann ist das kein Problem, bis die Muskulatur so weit ausgebildet ist vom Kind, dass es dann eben mit theoretisch Muskelzittern oder anderen Möglichkeiten eben Wärme erzeugen kann, wenn es ihm ein bisschen kalt wird. Kinder frieren trotzdem schnell, natürlich, und Kinder kühlen trotzdem schnell aus und man sollte seinen Säugling jetzt nicht frieren lassen, nur weil er über braunes Fettgewebe verfügt. Aber als zusätzlichen Sicherheitsmechanismus, sehr effizient ist das nicht, ne? Ist uns das eben im Säuglingsalter gegeben. Man untersucht jetzt gerade, inwiefern, da gibt es jetzt, das ist ein interessantes Forschungsgebiet und das läuft noch nicht sehr lange, die Forschung daran, weil man immer dachte, ja okay, das haben Säuglinge, Erwachsene haben das nicht mehr oder höchstens noch so ganz rezente Mini-Mini-Mini-Reste. Und jetzt wird gerade untersucht, inwiefern es nicht doch Menschen gibt, die auch im adulten Zustand, also erwachsen, noch über nennenswerte Mengen von eben braunem Fettgewebe verfügen. Und tatsächlich hat ein gewisser Teil der Bevölkerung noch vergleichsweise hohe Mengen von eben diesem braunen Fettgewebe. Wahrscheinlich, also da gibt es jetzt verschiedene Spekulationen. Und das sind wirklich nur Spekulationen. Da ist, kann man überhaupt nicht beweisen. Aber es könnte zum Beispiel ein Überbleibsel vom Neandertaler sein. Man vermutet ja, dass Homo sapiens diverse Neandertaler-Gene eingekreuzt hat im Laufe seiner Entwicklung. Und da der Neandertaler lange Zeit eben in der Kälte gelebt hat und physiologisch mehr an einen kalten Lebensraum angepasst war, als das Homo sapiens sapiens aus Afrika stammend, eben entsprechend gewesen ist, dass wir vielleicht vom Neandertaler auch im Erwachsenenzustand, also ein gewisser Bestandteil der Bevölkerung, eben ein bisschen braunes Fettgewebe eben entsprechend übrig haben. Ja? Spannend wäre, aber das muss jetzt noch untersucht werden, inwiefern denn nicht vielleicht die immerhin schon seit ein paar tausend Jahren im Norden leben, den Inuit einen höheren Anteil an braunem Fettgewebe im adulten Zustand haben, als das zum Beispiel bei so einem Mitteleuropäer oder gar bei einem Afrikaner eben entsprechend der Fall ist. Das wäre sehr, sehr spannend und ich fand das wahnsinnig faszinierend.
faszinierend, mir dazu wirklich den kompletten Artikel durchzulesen, in Englisch und ziemlich lang. Und das hat ein Weilchen gedauert, insbesondere wenn es ein bisschen fachfremd ist. Also Physiologie ist mir ja nicht völlig fremd, also die Wissenschaft von der Funktion von Lebewesen, ne? Ist mir nicht völlig fremd, aber es ist halt auch nicht ein klassischer Bereich der Forstwissenschaft. Deswegen dauert das ein bisschen, bis man sich da eben entsprechend eingelesen hat. Aber war ein wirklich spannender Artikel und ich bin saumäßig gespannt, was da forschungstechnisch eben noch rauskommt bei der Frage mit dem braunen Fettgewebe. Vielleicht entwickeln sich die, die ständig in der Kälte leben und seit Generationen in der Kälte leben, dann tatsächlich zu einem Mensch, der eben zusätzliche Wärme aus der Fettverbrennung eben ziehen kann, wenn es besonders kalt ist. Wäre cool, aber wir können das nicht. Also ich nicht und ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht. Okay, sagen wir mal 10% Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein bisschen was von diesem Zeug habt. Nur, das Dumme ist, es ist so wenig, dass es keine Rolle spielt. Es ist nur akademisch interessant, weil es eben Menschen gibt, die damit signifikant mehr haben als die anderen. Ist immer noch saumäßig wenig. Hat man allerdings viel braunes Fettgewebe, dann kann man, sobald es kalt wird, quasi den Ofen anwerfen und Mordswärme produzieren. Das Murmeltier kann das eben entsprechend. Aufgrund seines braunen Fettgewebes hat es aber auch Probleme, wenn es zu heiß wird. Ist also der Sommer heißer als für das Murmeltier optimal, dann hat es enorme Schwierigkeiten, sich abzukühlen, weil sein braunes Fettgewebe auch nicht völlig nichts tun kann und immer ein gewisses Maß an Wärme abgibt. Also dieser Ofen, dieser integrierte, der funktioniert leider immer und auch dann, wenn man ihn gerade gar nicht braucht. Also zweischneidiges Schwert. Da ich nicht gerne schwitze und viel lieber ein bisschen friere, bin ich eigentlich gar nicht so böse, dass wir unser eins eben wenig bis gar kein braunes Fettgewebe eben entsprechend aufweist. So, das sind die Möglichkeiten, die einem theoretisch oder praktisch zur Verfügung stehen als Homo sapiens, wenn es kalt wird. Ist nicht viel, ne? Was gibt es denn sonst noch so im Tierreich? Winterschlaf. Richtigen Winterschlaf, ich habe es ja schon erwähnt, da fährt der Körper ja da derartig runter, dass man wirklich mit minimalem Energieverbrauch trotzdem die Körpertemperatur, die dann erheblich niedriger ist, wunderbar aufrechterhalten kann. Also Ressourcenschonung über den Winter. Winterruhe, im Grunde gleiches Prinzip, allerdings nimmt die Körpertemperatur erheblich weniger ab. Das ist jetzt zum Beispiel der Braunbär. Der wird nur ein paar Grad kälter, viel nicht. Und der bewegt sich immer noch. Winterschlaf, richtiger Winterschlaf, ist vollkommene Bewegungslosigkeit. Verdauung und Verdauung fährt zu 99,% runter. Harnproduktion fährt vollkommen runter. Blutreinigung findet nicht mehr statt. Das muss dann alles wirklich warten, bis man eben entsprechend wieder aufwacht. Und all das passiert nicht bei Winterruhe. Bei Winterruhe, Pulsschlag verlangsamt sich, Verdauung lässt stark nach, aber alles nicht so extrem wie beim eigentlichen Winterschlaf. Und da wachen sie auch immer, wer Winterruhe betreibt, wacht zwischendurch immer auf. Das ist auch bei vielen Tieren, die Winterschlaf betreiben, allerdings so, dass sie unterwegs aufwachen, um zu schlafen. Klingt paradox, ist aber wichtig, weil Winterschlaf hat nichts mit erholsamem Schlafen im Sinne von das gelernte Verarbeiten im Gehirn, Stoffwechsel und so weiter und so fort wieder in Ausgleich bringen und all so ein Kram zu tun, was eigentlicher Schlaf ausmacht, sondern das ist wirklich nur ein Überdauerungszustand. Und das ist anstrengend. Und deswegen müssen Murmeltiere beispielsweise im Winter hin und wieder aus dem Winterschlaf aufwachen, um zu schlafen, regulär, bei einem normalen Stoffwechselrate, um dann eben entsprechend wieder in den Winterschlaf zu verfallen. Ganz, ganz wichtig. Weitere Möglichkeiten, die andere Säugetiere noch zur Thermoisolation haben, ist eben ein Fell. Haben wir ja auch mal gehabt. Manche von uns haben es noch ein bisschen mehr. Manche von uns haben es an anderen Stellen wieder weniger. aber helfen tut es nicht wirklich. Also ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man so einen Weihnachtsmannbart hat, also so einen richtig krassen Bart, ob der irgendwie zur Thermoregulation beiträgt. Bei einer Gesichtsbehaarung, wie ich sie habe, bilde ich mir manchmal ein, dass es ein ganz kleines bisschen was helfen würde. Es ist aber vermutlich wirklich nur Einbildung. Das ist einfach nicht dicht genug, um wirklich ein Luftpolster an der Haut zu halten, dass einem das wirklich weiterhilft, eben entsprechend nicht zu schwitzen. Allerdings bei sehr langhaarigen Frauen, die so wirklich so Haare bis zum Hinterteil eben entsprechend haben und sich dann viel bewegen sporttechnisch und sich die Haare eben nicht hochgebunden haben, meinetwegen bei irgendwelchen Tanzveranstaltungen, dann haben die teilweise, wie ich auch schon feststellen durfte beim Anfühlen, einen sehr verschwitzten Nacken. Also das gilt natürlich auch für langhaarige Männer, ja, weil
die Menge an Kopfhaar, wenn die wirklich lang geworden ist und so eine richtige Mähne bildet, hat die schon eine gewisse isolierende Wirkung. Dafür ist Haar ja schließlich da. Und man vermutet ja auch, dass wir aufgrund des empfindlichen Gehirns, das wirklich viel Wärme braucht und enorm viel Wärme abgibt, deswegen eben auf dem Kopf normalerweise, also nicht alle von uns, ne? Dafür haben wir einen Hut, eben deswegen auf dem Kopf noch weiterhin Behaarung haben und das auch wirklich regelmäßig und über alle Kontinente verteilt, bei jeder Ausprägung von Homo sapiens, weil das halt so wichtig ist für den Kopf und es eine gewisse Isolation darstellt. Aber mehr Fell haben wir nicht. Andere Tiere überstehen beliebig kalte Temperaturen einfach nur durch Fell. Guckt euch mal ein Schaf an. Oder der Moschusochse, mein persönliches Lieblingsbeispiel für solche Situationen. Was macht Homo sapiens, wenn der Schneesturm kommt? Naja, Homo sapiens baut sein 1000-Euro-Zelt auf, zieht seine 600-Euro-Funktionsjacke an, hockt da drin und hofft, dass es ihm nicht das Zelt und die Jacke verreißt, liegt in seinem, ja, mit Daune, also ne, was er sich von einem anderen gut isolierten Tier geklaut hat, gefüllten Schlafsack und bangt um sein Leben. Was macht nebendran der Moschusochse? Der steht da und denkt sich, pfuh. Und mehr macht er nicht. Weil dem Moschusochsen ist es egal. Es kann beliebig kalt werden, es kann beliebiger Schneesturm kommen. Dem Moschusochsen ist das egal. Das Einzige, was ihm passieren kann, ist, dass er nichts mehr zu fressen findet, weil zu viel Schnee drauf liegt. Ja? Aber dann freut er sich wahrscheinlich eher über den Schneesturm, weil der weht an manchen Stellen den Schnee ja auch weg. Und dann kommt er da besser an die entsprechenden Flechten, die drunter sind. Und denkt sich, ah, Schneesturm. Ja, also... Ich finde diese Moschusochsen einfach nur toll. Also ich blende euch mal ein Bild ein. Ihr wisst wahrscheinlich eh, wie die aussehen. Aber ich finde die so sympathisch. Das sind übrigens Ziegen. Die heißen zwar Ochse, ist aber nicht verwandt mit, also nur sekundär verwandt mit dem Rind. Eigentlich sind das Ziegen. Cool, ne? An dieser Stelle habe ich mir aufgeschrieben, ich soll einen kleinen Exkurs machen. Das muss ich mir normalerweise nicht aufschreiben, das kommt von alleine. Aber ich habe es mir jetzt extra mal aufgeschrieben, weil er wohl scheinbar wichtig ist. Wir sind eben von unserer Evolution her die letzten vielen, vielen, vielen Jahrzehntausende darauf ausgelegt worden, dass wir in warmen Umgebungen klarkommen sollen. Deswegen sind Primaten wie wir so die einzigen Tiere, die so richtig effizient schwitzen können, um ihre Körpertemperatur zu senken. Wir sind also von der Thermoregulation unseres Körpers her eigentlich darauf angepasst, möglichst hohe Temperaturen super locker easy peasy wegzustecken. Denn Schwitzen ist so von der Effizienz her, abgesehen davon, dass es viel Wasser verbraucht und viel Salz, ist es davon abgesehen, so ziemlich die effizienteste Kühlungsmethode, die die Evolution bisher hervorgebracht hat. Wir sind also eigentlich ein perfekter, ein sehr gut an einen Steppenlebensraum angepasster Organismus, wir Homo sapiens. Wir können auf heißer Steppe wunderbar lange Zeit durch den energiesparenden aufrechten Gang, der uns ja auch eigen ist, lange Zeit enorme Strecken zurücklegen, kommen mit enorm hohen Temperaturen zurecht, weil wir eine super gute Thermoregulation durch eben entsprechend Schwitzen haben und aufgrund unserer Intelligenz haben wir auch wahrscheinlich relativ schnell gelernt, wie man Wasser findet und hatten dann eben keine Probleme, dass wir viel schwitzen können, weil wir eben in der Lage sind, viel Wasser zu finden und waren ja auch recht frühzeitig wahrscheinlich schon in unserer Entwicklung in der Lage, gewisse Beutelchen zum Wassertransport eben entsprechend irgendwie herzustellen. Oder sind ohnehin immer nur in der Nähe von Flüssen gewandert und den Flüssen entlang gezogen oder irgendwie sowas. Da gibt es verschiedene Spekulationen und ich bin ja kein Anthropologe, aber es ist sehr spannend und das wäre vor allen Dingen eben mal wichtig, das Schwitzen. Das können außerdem noch Pferde, bei denen hat es aber eine gewisse andere Funktion. Ist jetzt nicht primär zur Körperkühlung gedacht. Aber Schwitzen ist schon wirklich was ganz Besonderes und da können wir eigentlich fast schon stolz drauf sein, dass wir das können, auch wenn wir es ganz oft nicht gerne tun. Aber eigentlich biologisch gesehen wirklich was Krasses. So, das war der Exkurs zum Thema Schwitzen und die Tatsache, dass Homo sapiens eigentlich an eine Wärme angepasste Art ist und gar nicht in die Kälte gehört. Was wir natürlich trotzdem tun und es auch trotzdem können. Allein dadurch, dass wir trotzdem immer noch ein Säugetier sind. Hätten wir nicht die Grundeigenschaft eines jeden Säugetiers der regulierten Körpertemperatur, wir hätten keine Chance, wir müssten jedes Mal einen Ofen auf dem Rücken durch die Landschaft schleifen, wenn wir irgendwie im skandinavischen Winter oder was noch krasseres eben entsprechend unterwegs sein wollten. Ne? Es ginge nicht, weil wir ja kein gescheites Fell mehr haben, weil ja das von der Evolution nicht mehr als notwendig erachtet wurde und wir immer mehr zum nackten Affen geworden sind. So,
Und dann noch ein anderer Temperaturregulationsmechanismus, ein schönes Beispiel noch. Warum friert der Pinguin nicht auf dem Eis fest? Ist so eine schöne Frage, die hört man immer mal wieder und ich möchte sie gerne mit aufgreifen, für den Fall, dass ihr das noch nicht wisst. Vögel haben das sogenannte Gegenstromprinzip in ihrem Blutkreislauf. Das Blut, das vom Torso kommt, vom Kern, das ist bei Vögeln genauso. Da ist auch der Kern, wo die Organe sitzen, am besten durchblutet, am wärmsten. Die Peripherie wird immer kälter, je weiter man nach außen geht. Das Blut, das von innen kommt, fließt relativ weit nah an der Haut nach außen und kühlt sich recht schnell ab. Gleichzeitig kommt das kalte Blut, das vom Fuß kommt, beispielsweise jetzt beim Pinguin, der auf dem Eis steht, kommt relativ weit unten im Körper, recht weit weg von der kalten Oberfläche, ne, wo der Wind zaust und so weiter und so fort, fließt unten hoch. Und dazu gibt es auch ein schönes Bild, das werde ich euch an dieser Stelle auch nochmal einblenden und das dann anhand des Bildes nochmal ein bisschen genauer erklären. Jedenfalls diese beiden Blutflüsse gleichen sich dann in der Temperatur miteinander an. Aber guckt euch das Bild an, das ist sinnvoller als das, was ich hier jetzt so erzähle. Ja, also hier das Gegenstromprinzip, leider mit einem Reiher und nicht mit einem Pinguin, das Prinzip ist aber das gleiche, habe ich bei Wikimedia Commons gefunden und finde toll, dass es da sowas gibt und man es dann entsprechend verwenden darf. Also, oben links bei der 1 mehr oder weniger kommt das warme Blut aus dem Körperkern, also das arterielle Blut, runtergeflossen, relativ weit außen in der Nähe der Haut, das Bein runtergeflossen und kühlt sich dabei automatisch natürlich ab, weil es recht nah an der Oberfläche des Vogels, des Vogelbeins unterwegs ist. Gleichzeitig kommt von unten, vom kalten Fuß, weil der Vogel auf irgendwas Kaltem steht oder im kalten Wasser, das kalte Blut Venen in den Venen nach oben geflossen, also in Richtung Körperkern, und heizt sich dadurch, dass das warme arterielle Blut und das kalte venöse Blut sehr nah aneinander vorbei fließen bereits ein wenig auf. Während allerdings gleichzeitig eben die Energie, die das warme arterielle Blut jetzt sowieso nicht mehr braucht, weil es ja dahin geht, wo es kalt ist, genutzt wird, um eben das venöse Blut aufzuheizen. Was wichtig ist, weil würde das venöse Blut, verflucht schweres Wort, unaufgewärmt in den Körperkern zurückfließen, würde das auf Dauer dem Vogel sehr stark schaden. Und gleichzeitig wird der Vogelfuß nie so warm, dass der Vogel, also wenn es jetzt ein Pinguin wäre, am Eis festfrieren könnte. Also ein ganz raffiniertes System, was sich die Natur da hat einfallen lassen, können in dieser krassen Form leider nur Vögel. Bei uns Säugetieren, naja, Tendenzen in diese Richtung sind auch vorhanden, aber nicht so gut ausgeklügelt wie beim Vogel. Außerdem ist noch eine weitere Anpassung von an Kälte angepasste Tiere, dass sie vergleichsweise einen großen Körper haben. Warum ist es sinnvoll, groß zu sein, damit man weniger friert? Na, dann hat man im Verhältnis zur Masse, im Verhältnis zum warmen Kern, der von den relativ großen Organen schön warm gehalten wird, nur eine sehr geringe Oberfläche. Und die Oberfläche ist ja die Stelle, wo eben die Körperwärme, die produzierte Wärme, an die Umgebung abgegeben wird. Je größer man ist, desto kleiner ist die Oberfläche zum Verhältnis von der Gesamtmasse. Ja? Also so ein Blauwal gibt recht wenig Wärme an seine Umgebung ab, weil er im Verhältnis zur Masse eine unglaublich geringe Oberfläche hat. Ja? Deswegen kommt ein Blauwal auch wunderbar eben mit entsprechend ständig kaltem Wasser zurecht. Da außerdem hat er noch reichlich Speckschicht, um eben entsprechend sich zu isolieren. Eine Maus hat große Probleme mit Kälte. Deswegen müssen Mäuse auch eine gewisse Kollektivwärme erzeugen, sich zu einem Mäuseknödel bzw. einem Rattenknödel oder Nagetiere generell eben entsprechend zusammentun. Und deswegen haben Nagetiere auch prinzipiell alle eben dieses braune Fettgewebe, weil sie aufgrund ihrer geringen Körpergröße, Nagetiere sind ja nie besonders groß, enorme Schwierigkeiten haben, eben den Winter sonst zu überstehen. Sie kommen ja trotzdem in Regionen vor, wo ein Winter sehr kalt sein kann. Das krasseste Beispiel ist der Lemming, meines Wissens das nördlichst vorkommendste Nagetier, das es gibt. Und der überlebt den Winter A durch braunes Fettgewebe, B durch eben Zusammenrotten mit seinen Kollegen und dann eben schön eine kleine Kolonie bilden und Körperwärme gegenseitig austauschen. Damit ergeben sich dann viele zusammengekuschelte Lemminge,
auch als ein großes Tier mit einer großen, mit einer kleinen Oberfläche zur Gesamtmasse. Also so funktioniert es natürlich eben dann entsprechend auch. Auch Pinguine machen das ja so. Man kennt ja die Pinguinkolonie, wo sie dann, also gerade bei den Kaiserpinguinen, wo sie dann eben entsprechend diesen riesigen Haufen bilden und sich gegenseitig immer abwechseln. Einer muss immer mal außen stehen und dann darf er irgendwann wieder rein, wenn er im Außen kalt geworden ist und innen ist es schön warm, außen ist es entsprechend kalt. Auch das ist eine Maßnahme, die quasi als Schwarm zur Verringerung der spezifischen Oberfläche dient. So, Körpergröße, also auch nochmal was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, ich muss unbedingt noch den Exkurs mit den Thermometerhuhn bringen, da wir hier ja von Thermoregulation sprechen und es ein Tier gibt, das tatsächlich in der Lage ist, mit dem Schnabel die Temperatur genau messen zu können, und zwar wirklich genau, zwar nur eine einzige vermutlich, aber Thermometerhühner, dazu gibt es auch ein schönes Foto, sind in der Lage, ersten Haufen Pflanzen aufzuschichten, auf diese Pflanzen ihre vergleichsweise großen und schwierig zu legenden Eier drauf zu setzen, darüber dann einen Riesenhaufen Sand aufzuscharren, das macht übrigens das Männchen, jo, und dann kann das Thermometerhuhn, indem es da eben den Schnabel reinsteckt, genau feststellen, welche Temperatur denn jetzt exakt in dem Gelege herrscht, da unter dem Sand, und macht dann entsprechend mehr Sand drauf, wenn es da zu kalt ist, damit es wärmer wird, weil die verrottenden Pflanzen, die erzeugen ja Wärme, Gärungsprozesse eben, wenn man die da eben entsprechend verbuddelt. Und macht weniger Sand drauf, wenn es da unten dann zu warm wird. Und das Gelege muss irgendwie eine exakte Temperatur von genau, ich glaube es waren 33 Grad, entsprechend haben. Also so ein Thermometerhuhn finde ich einfach wahnsinnig faszinierend und wollte es noch schnell erwähnen, weil es halt so eins dieser Supertiere in Anführungszeichen ist. So Tiere, die irgendwas Krasses können, was sonst kein anderer kann. Das Thermometerhuhn. Toll, ne? Und es hat auch so einen schönen Namen. So. Wir machen einen Schnitt und dann kommen wir zum praktischen Teil.